Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Dungeons 4. In der letzten Episode sind wir vor den Augen von Thanos geflüchtet, der uns da mit seinen Laseraugen malträtiert hat. Erfolgreich sind wir geflüchtet in Richtung Rat der Schnatterlinge. Und ich bin mal gespannt, was wir heute zu tun haben. Irgendwie hatte ich zuletzt rausgehört, dass wir wohl diese drei Steinchen sammeln müssen. Die magischen Steine, die Thanos die Kraft gegeben haben und... ja, die brauchen wir, glaube ich, auch, um selbstkräftig zu werden. Wir springen mal direkt in die nächste Kampagnenmission. Der Bohrer der Endlichkeit. Talia und das absolute Böse konnten vor dem gigantischen Thanos fliehen. Um diesen zu besiegen, mussten sie den Handschuh der Endlichkeit erneut zusammensetzen. Doch davor brauchten sie erst einmal die Steine der Endlichkeit. Einige davon sollten sich in der Nähe finden lassen. Doch waren nicht nur Talia und das suchende Böse auf der Jagd nach den Steinen. Die Steine der Endlichkeit, genau, so hießen sie. Hab die ganze Zeit überlegt, wie denn der Name davon war. Gut, dann schauen wir mal, was wir machen sollen. Wahrscheinlich, genau wie immer, einfach die Mission beenden. Der nächste Erfolg ist sabotiert in der Mission den Bohrer durch die Zerstörung der drei Kühlpumpen. Okay. Und das Dungeon-Herz darf keinen Schaden bekommen. Alles klar. Und neue Fähigkeit. Alle Kreaturen holt sich bei Zahltag Gurus statt Gold. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Und um das freizuschalten, muss ich die Mission mit 100 Gurus beenden. Und keiner der Gurus darf von einer Spinne gefressen werden. Ich wusste gar nicht, dass die Spinnen die Gurus fressen. Gut, die kommen in der Regel bei mir auch nicht so weit. Gut, dann gehen wir immer weiter. Ich habe mir überlegt, ich nehme auf jeden Fall die Explosion der Lakaien raus und dafür die unterwürfigen Schnatterlinge rein. Erfahrene Kreaturen, effiziente Dungeon-Forschung. Das sieht eigentlich gut aus. Will ich wieder Meister der Fallen reinnehmen? Komm, ich nehme die Fallen mit. Auf geht es. Talia und das keuchende Böse waren Thanos knapp entkommen. Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser sie aufspüren würde. Aus diesem Grund war es unumgänglich, den Handschuh der Endlichkeit wieder zusammenzusetzen, um so gegen Thanos bestehen zu können. Durch einen glücklichen Wink des Schicksals schienen sich drei der Steine in der Nähe zu befinden. Drei Steine wegen aller guten Dinge sind drei? Tch, wie subtil. Aber mir soll's recht sein. Dann haben wir das Kapitel schnell hinter uns. Das sollte ja kein Problem sein. Doch das Schicksal trieb manchmal seine Spielchen. Und so war es nicht überraschend, dass eine andere Partei ebenfalls nach den Steinen suchte. Oi, los Jungs, macht den Bohrer bereit. Wir müssen die Klunker finden, bevor diese Dunkelelfengöre auftaucht. Hm, die schon wieder. Ich dachte, wir hätten das vor gefühlt 10 Levels schon geklärt. Aber gut, ab und an einem dieser verdammten Zwerge in den Hintern zu treten, ist auch erfrischend. Wie erfolgreich die Buddeleien der Zwerge waren, darüber konnte man nur spekulieren. Aber es war ohne Frage, dass der Bohrer für Ungemach im Dungeon sorgen würde. Sehr wahrscheinlich würde er unliebsame schlafende Gestalten im Untergrund aufwecken. Okay. Doch das eigentliche Ziel des die Komplettlösung studierenden Bösen waren die drei Steine der Endlichkeit. Diese mussten erbeutet werden, bevor es die Zwerge taten. Okay, alles klar. Das kriege ich alles unter einen Hut. Und damit meine ich, ich treibe die Schnodderlinge und die Kreaturen zur Arbeit an. Vorwärts, ihr faules Pack! Vorwärts, ihr faules Pack, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, es geht hier auf Zeit und das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hasse Missionen, die auf Zeit gehen. Zumindest wirkte das eben so, dass die Zwerge ja auch diese Klunker suchen. Ich mache erstmal alles größer. Ich bin schon mal ganz zufrieden damit, dass wir hier schon einen Vortex haben. Und wir haben auch schon Horde-Kreaturen. Ich habe da eben einen Heiler entlangrennen sehen und einen Friedhof habe ich auch. Oh, das ist aber klasse. Das ist aber klasse. Alles schon da. Okay.
So, das dann noch vergrößern. Perfekt. So, wie schaut's denn aus? Was habe ich denn hier? Ich habe einen Heiler, einen Hordisch, eine Horde-Kreatur. Also diesen Ork. Das vergrößern wir mal und machen wir das mal so. Dann graben wir uns mal hier durch. Ein Arcanium habe ich noch keins, oder? Nee, hier ist keins. Und ich habe nur einen Eingang. Genau. Die erste Falle steht da schon. Türen habe ich noch nicht, aber Fallen sind auch schon freigeschalten. Das gefällt mir auch. Ich vergrößere mal den Raum noch nach links. Dann setzen wir hier dahin eine Tür und dahin eine Tür. Zack, das machen wir so. Da das Ding rein. So was in der Art machen wir auch hier unten. Genau, auch den Friedhof vergrößern. Tür nach da. Hier kraft ihr mal weiter. Und Tür nach da, da auch eine. Brauche ich auf jeden Fall noch so ein Gerät, damit die Kistenproduktion schneller geht. Und ich glaube, ich kann jetzt hier noch eins weiter erweitern. Ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich die Kuros auch noch größer mache. Ja, hier oben fehlt noch eine Tür. Jetzt aber. Genau, dann graben wir uns mal einen Raum für das Arcanium. Moment, das ich noch größer machen. Jetzt aber, das sollte vielleicht hier runter. Dann kriegen wir noch den Vortex. So. Da noch eine Tür rein. Genau, das wird das Arcanium. Habe ich das schon? Habe ich noch nicht. Mana-Linge sind wo? Ach, direkt hier. Sehr schön. Dann schießt die mal ab. Dann sollte ich hier oben vielleicht noch ein paar Fallen hinsetzen. Genau. Das kann ich knicken hier. Ich wollte hier eigentlich wieder so ein Labyrinth bauen. Gut, dann machen wir das hier entlang. Ah. Ich kann ja nicht durchgraben. Das ist aber auch blöd. Das ist aber auch blöd. Okay, es wird ein bisschen komplizierter hier mit dem Labyrinth. Machen wir das so. Ja, dann such halt. So funktioniert das. Ja. Achso, ich muss die ja gar nicht mehr verkloppen, die kleinen Schnatterlinge. Die arbeiten jetzt immer schnell, finde ich ganz, ganz prima. Durch die Fähigkeit, die ich da drin habe. Ja, die rennen ordentlich. Ich habe hier noch ein bisschen Gold entdeckt. Was ist das für ein infernalischer Lärm? Und warum wackeln die Wände? Ach stimmt, dieser riesige Bohrer, da war doch was. Das ist ja ekelhaft. Ui, das Ding hat einen ordentlichen Wumms. Nicht schlecht. Damit sollten sich diese Steine schnell auftreiben lassen. Und vielleicht finden wir nebenbei noch ein Herz des Berges oder etwas Mithril oder sowas. Ich begreife natürlich überhaupt nicht, warum die Zwerge der Meinung sind, dass diese Steine, die eben durch die Welt geflogen sind, plötzlich unter der Erde liegen sollten. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, wenn die in den Wald gehen, Pilze sammeln, finden die eher die Steine, als wenn die den Boden durchgraben. Aber soll mir recht sein. Soll mir absolut recht sein.
wusste es. Dieser verdammte Bohrer hat wirklich etwas aufgescheucht, das sich jetzt durch den Untergrund gräbt. Da sind Spinnen. Wo kommen denn die her? Ach, die tauchen einfach irgendwo auf. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd, wenn die einfach irgendwo auftauchen. Ah, kann ich hier noch irgendetwas Tolles machen? Gut, damit werden das noch mehr Kreaturen jetzt. Wenn ich sagen, gehe ich mal in die Oberfläche, gehe ich noch nicht. Aufgescheucht durch das ständige Bohren der Zwerge, hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Wo kommen denn die alle her? Okay, interessant. Was sind die? Die graben sich jetzt nicht einfach hier durch. Doch, machen sie. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Na, dieser Raum lässt sich nicht zerstören. Verdammte Computerspiellogik. Bedeutet das, dass ich weiterhin mit blöden Angriffen von doofen Wesen rechnen muss? Talia hatte es erfasst. Solange der Bohrer der Endlichkeit in Betrieb war, würden aufgeschreckte Wesen im Dungeon marodieren. Okay, das ist ein Problem. Das ist in der Tat ein Problem. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell hoch, dann habe ich 30 Sekunden Zeit, was? Bis der nächste Angriff kommt? Ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig. Gut, ich weiß jetzt halt nicht, ob das vielleicht was bringt, hier sowas dahin zu setzen. Was ist denn das für ein Geräusch? Oi, was ist denn nun los? Dieses blöde Ding ist ausgegangen? Ah, sehr gut, dann schnell raus hier. Ist doch bloß ein bisschen warm geworden. Na gut, Männer, schalte die verdammten Wasserpumpen an, um das Teil zu kühlen. Wie so oft hatte auch dieser Prototyp seine Kinderkrankheiten. Es würde einige Zeit dauern, bis er erneut einsatzbereit war. Das unter Zeitdruck stehende Böse würde diese Pause wohl zu nutzen wissen. Genau, ich nutze diese Pause. Göre und ihr Viehzeug nerven mit ihrem Getrappel im Untergrund. Männer, macht das Mädel und ihr Gefolge platt! Ein Bohrer dieser Größe musste allerdings gekühlt werden, um dauerhaft zu funktionieren. Ein paar Pumpen in der Nähe schienen dies zu übernehmen. Sollte einer dieser Pumpen etwas passieren, würde das den Bohrer sicher eine Weile außer Gefecht setzen. Oi, genau deshalb müssen wir dafür sorgen, dass den Eiswürfelmaschinchen nichts passiert. Kümmert euch drum, Jungs! Tja, als ob mich ein paar verwahrloste Bartträger aufhalten können. Vorwärts, Kreaturen! Waffen bereit machen, Zwerge umhauen und Kühlbohrer. Habe ich nur einen Heiler? Na, ich habe zwei. Warum heilt denn da nur einer? Ich schicke mal noch einen hinterher. So, jetzt greift man hier an. Sehr gut. So, da unten ist die erste Hütte. Die schnappe ich mir doch direkt. Und dann sollte ich vielleicht mal zusehen, dass ich hier ganz schnell ganz viel Bösartigkeit bekomme, damit ich die Zauber freischalten kann. Ich würde mich schon gern wieder nach Hause teleportieren. 200 Bösartigkeit brauche ich dafür. Boah, hab ich viel Gold. Hat das hier was? Sitze ich ja morgen noch. Okay. Dann kann ich hier vielleicht noch ein bisschen weiter graben. Oder? Aber ist halt, wohin grabe ich mich? Wohin grabe ich mich so? Hey, Brünnel, hier ist noch was. Deine Zwerge scheinen mir aber ziemlich schnell wegzusterben. Oi, lass mal deine dämlichen Sprüche. Wenn ich dich erstmal in die Finger kriege, wirst du nicht mehr so vorlaut sein. Klar, weil ich dir ja den Hals umdrehe.
Feinde haben den Dungeon betreten. Feinde haben den Dungeon betreten. Okay, die müssen erstmal hier an den Fallen vorbei. Oi, das stolze Volk der Zwerge verbrüdelt okay. von einer nichtsnutzigen Dunkelelfe? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Strengt euch mal an hier. Strengt euch mal an hier, sagt sie, genau. Ich setze mir hier in der Zwischenzeit noch mehr Fallen. Ja. Und so. Und dahin auch noch eine. Das sollte reichen. Wie schaut sie aus? Hier sieht's gut aus. So, ich habe noch 1:30. Das sieht auch gut aus. Gestorben ist auch noch niemand. Okay, die Untoten sehen ein bisschen angeschlagen aus. Okay, der Turm ist ein Problem. Der Turm ist in der Tat ein Problem. Gehen wir da aus dem Reich da weg. Einmal hier rüber. Sehr schön. Ein Türmchen weniger. So, ich sehe hier oben schon eine Pumpe. Und die muss ich ja kaputt machen. Schaffe ich das noch? Ah, das wird jetzt ein bisschen eng. Ich habe auch gesehen, das sind Elite-Gegner da hinten. Ich gehe hier erstmal wieder nach Hause. Dann warte ich kurz ab, bis... Huch! Da ist etwas. Ach, sind das hier durchgekommen, der Kollege? Okay. Der ist da durchgekommen. Schweinerei. Abermals begann der Bohrer mit seiner Arbeit und versetzte den Dungeon in eine unangenehme Vibration. Ding Dong, es ist Zahltag. Eine unangenehme Vibration, genau. Ich werde hier dennoch einfach mal durchgraben. Mal schauen, was ich hier so Feines finde. Auch in der Hoffnung, dass ich so den Bereich um die Gurus ringsherum ein bisschen freigeschaufelt bekomme. Denn die Spinnen dürfen ja keine Gurus fressen. Für das Achievement. Upsi. Aufgescheucht durch das ständige Bohren der Zwerge, hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. So, dann setzen wir hier auch noch so etwas hin. Noch mehr Wände zerstörende Viecher graben sich durch den Untergrund. Igitt. Ja, das ist sehr unangenehm. Diese Viecher da. Das hier wollte ich nicht. Durch das ständige Bohren der Zwerge. Ach, hier unten auch. Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon. Mach mal hier schneller. Okay, sehr schön. Gehen wir hier rüber. Dann auch hierhin eine Falle. Das funktioniert so nicht ganz. Machen wir das mal so. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen rüber graben. Okay, da ist eine Goldmine. Perfekt. So, müssen nur noch diese Tiere hier weg. Und dann ist das gut.
Dann kann ich schon wieder an die Oberfläche. Ein Artefakt wurde im Dungeon entdeckt. Ein Artefakt! Sehr schön. Wo ist es denn? Da oben. Da sind noch mehr Spinnen. Aber das hier nehme ich. Das spuckt Gurus aus, das Artefakt. Tolle Sache. Wo ist denn der Raum? Hier ist er. Ein Artefakt war. Der Bohrer der Endlichkeit musste abgeschaltet werden. Die Wände im Dungeon hörten auf zu wackeln. Sehr schön. Die Wände hören auf mit wackeln. Dann haue ich jetzt noch schnell die drei Spinnen um. Dann kann sie hier weitergehen. Gut, ich sehe keine Kreaturen mehr in meinem Dungeon. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Und zerstören hier drüben die Pumpe. Ah, die halten ein bisschen was aus, die Kollegen. Eieieiei, mir sterben hier die Kreaturen weg. Könnt ihr euch da einfach platt machen? Strengt euch mal etwas mehr an! Wir schmacken es ab jetzt! Komm, Focus Fire. Immer Focus Fire, sonst wird das nix. Da kommen gerade Gegner in meinen Dungeon. Eure Feinde sind im Dungeon. Ja, sag ich doch. So, der Kollege noch. Wie schaut's hier aus? Ihr nehmt Schaden. Ich helfe immer noch mit ein paar Fledermäusen. Eine der Kuhfürsten des Bohrers war vernichtet. Es würde nun deutlich länger dauern, bis der Bohrer wieder einsatzbereit war. Das selbstzufriedene Böse klopfte sich auf die imaginäre Schulter. Ja, sehr schön. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Dungeon-Eingang. Ach, da hinten dann. Ja, perfekt. So, ich habe aber Bösartigkeit. Die Frage ist, was mache ich jetzt damit? Ich könnte erstmal einen Tempel erforschen und dann vielleicht sogar Richtung Kerker gehen. Aber erstmal der Tempel. Komm, den setzen wir hier hin. Ja. Dann hier in eine Tür und da in eine Tür. Tempel da rein. Ah, ich vergesse es jedes Mal, dass ich die nicht mehr verkloppen muss. Die kleinen Schnodderlinge. So, passt das. Widerwärtig farbige Kutsche eines alternativen Künstlers rollte über eine nahe Straße. Eine das Kutsche? Das ultimative Böse würde seine Werke gründlich blutrot übermalen. Was haben wir denn hier? Ein Bautrupp. Direkt an meinem Portal. Mach den kaputt. Ach, die wollten den Turm wieder aufbauen. Nix da. Nix da, nix da. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Transporter hier auf sich hat. So, wie schaut's aus mit dem Tempel? Ja, ganz okay. Könnt ihr hier ein paar Gurus opfern? Für etwas Bösartigkeit. Genau. Will ich die vielleicht noch vergrößern? Komm, ich mach das mal.
wunderbar. Oh, ich gehe nochmal hier raus. Und schau mal, dass ich hier hinten zu diesem Dingens komme. Das soll ja kein allzu großes Problem sein. Und dann gehe ich mal da rein und schau mal, wo ich da rauskomme. Und dann haben wir ja auch hier noch irgendwie noch einen Bautrupp. Okay. Talia und das erforschende Böse hatten einen weiteren Zugang zum Untergrund entdeckt. Wo komme ich hier raus? Führen würde. Hupsi, Spinnen. Viele Spinnen. Das war eben dumm. Ich wollte ja gar nicht in die Hand nehmen. Da macht man die vielen Spinnen hier kaputt. Ist schon wieder der Bautrupp. Den schnappe ich mir gleich. Achso, ich muss ja gar nicht warten. Ihr könnt ja hier durch Bautrupp kaputt machen. Genau, wieder rein. Und dann einmal hier zurück. Wo marschieren die denn hin? Ah, okay. Ich kann hier dummerweise nichts weggraben. So, wo lauft ihr hin? Ihr bleibt ja stehen? Na, nicht ganz. Ich setze mir hier vollend drauf. So ein paar Verdrescher, drei Stück. Das passt. Schafft ihr es hier oben? Halt euch mal. Das grandiose Böse hatte den ersten Stein der Endlichkeit gefunden. Ich hab was? Ausgezeichnet! Sind wir dann hier fertig? Ach, er ist tatsächlich unter der Erde? Gib mir das Ding zurück! Das gehört mir nicht! Und die anderen beiden auch nicht, die hier noch rumliegen! Von wegen! Oh, Moment. Noch zwei? Hoppla, habe ich der einschläfernden Stimme des Erzählers wohl nicht richtig zugehört. Aber kein Ding. Die einschläfernden Stimme. Bevor die doofe Zwergin da was zu melden hat. Oh, was haben wir denn hier Feines? Ach, hier ist er doch. Sehr schön. Da ist er doch. Da ist der Stein. Machen wir mal so etwas. Eine Tür davor. Aber so richtig mit Fallen kann ich hier halt nicht arbeiten, weil hier einfach zu wenig Platz ist. Ich kann halt nichts. Wie heißt es? Eure Goldader ist fast erschöpft. Ich kann halt hier nichts weggraben. Ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd, dass ich das nicht kann. So, ich habe noch eine Minute. Goldader wurde vollständig abgebaut. Goldader abgebaut, na gut. Dann soll es so sein. So, der Tempel ist fertig. Bösartigkeit, lässt zu wünschen übrig. Ich kann hier auch nichts weiter erforschen. Den da vielleicht, ja. Ich warte jetzt mal hier diese 30 Sekunden ab, bevor ich hier wieder rausgehe. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen graben. In der Hoffnung, dass ich hier noch irgendetwas Interessantes finde. Ich könnte mir vorstellen, dass hier hinten dann auch noch irgendwo Spinnen sind. Ein Diamantader. Reich wurde im Schnodderlinge kugelten wild durcheinander, als der zwergische Bohrer erneut zu arbeiten begann. Schnodderlinge kugelten wild Talia durcheinander. Hat eine Festung der Zwerge Lustig. Entdeckt. Huch. Wenn diese zerstört werden würde, sollte das die Helden in der Gegend stark schwächen.
Nebenbei befand sich auch der Stein ganz in der Nähe. Na, sehr gut. Machen wir das mal. Dass du meine Lieblingsschenke gefunden hast. Ich brauche unbedingt. Aber jetzt kannst du eigentlich auch wieder gehen und sterben. Das wäre für alle das Beste. Von wegen. Los, Kreaturen. Verwüstet die Schenke. Streckt ihr Bier mit Wasser und zieht ihnen die Bärte lang. Aufgescheucht durch das ständige Bohren der Zwerge, hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Das ist ein bisschen blöd. Mir wurde hier meine Falle kaputt gemacht. Das war gar nicht nett. Hat hier extra eine Falle hingesetzt und nun... Aufgescheucht durch das ständige Bohren der Zwerge, hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Da links, okay. Eieiei, das ist einiges. Wurden in eurem Dungeon entdeckt. Jetzt geht es aber los. Hier in der Mitte so ein kleiner. Lass mal meinen Mana in Ruhe. Ich glaube, es hackt. So, dann holen wir erstmal den Mana-Ning. Dann. Nein, wir holen uns erstmal die Spinnen. Die macht einen Kurs Richtung Gurus. Ja, das sind aber jetzt plötzlich ganz viele Gegner. Das gefällt mir hier so gar nicht. Fallen jetzt die Spinnen weitere da oben mal bitte. Wesen danke. Sich durch den Untergrund und zerstörten Wände im Dungeon. immer mehr. Ein Bautrupp machte sich auf den Weg, zerstörte Heldengemäuer wieder zu errichten. So, jetzt dieser da. Hier oben sind durch das Fallen. Ständige Bohren der Zwerge hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Ja, ich glaube, da sitze ich morgen noch, bis ich hier alles getötet habe, was hier so kreucht und fleucht. Der Bohrer der Endlichkeit überhitzte zu stark und schaltete sich ab. Sehr gut. So, ich will hier mal ganz schnell rausgehen und den Bautrupp kaputt machen. Dann haben wir hier drüben Spinnen. Ding Dong, es ist Zahltag. Die beiden leben auch noch. Okay, sehr gut. Dann haben wir hier oben noch diese eine Spinne. Wunderbar. Dann diese Spinnen hier noch. Und ich glaube, dann hätte ich es. Ah nein, wir sind auch noch welche. Zwei Stück, drei Stück. Oh, jetzt sind es mehr. Meine untoten Kreaturen sind, glaube ich, ja auch gleich am Umfallen. Ja. Jetzt habe ich es aber. Geht doch.
Oder mal Zeit. So, dann geht mal da rein, schnappt euch das Gold. Ich habe eben gesehen, ihr wolltet Sold haben. Was haben wir hier? Ah, hier wird die Hütte wieder aufgebaut. Da ist sie. Okay, interessant. Kann ich hier vielleicht sowas setzen? Kann ich. So, hier unten ist nur noch dieser eine Pyro. Ich glaube, ich setze mal... Kann ich das hier zubauen? Kann ich. Dann hierhin ein Verdrescher und einen Schubser. Ah, vielleicht war dahinter sogar. Da so hin. Da kann hier auch noch eine Falle hin. So, es mangelt schon wieder an Bösartigkeit. Ich gehe mal hier raus und hole mir dieses Dürfchen wieder. Wo habe ich denn eben hingeklickt? Wo bin ich denn hier? Warum bin ich denn dort? Bin ich eben durch das Portal raus? Wollte ich gar nicht. Na gut, egal. Genau, schnappt euch mal die Kollegen da. Hoi Männer, damit ihr es gleich wisst. Wer besiegt wird, bekommt heute Abend kein Bier. Wer besiegt wird, bekommt kein Bier. Ne? So etwas, wer hätte es gedacht. Kommt der nächste Bautrupp. Ach, mir fällt gerade ein, ich könnte auch diesen Dungeon Lord mal beschwören. Dann wird das garantiert alles viel, viel einfacher. Auf der anderen Seite, nein, ich muss unbedingt die Untoten verstärken. Die sind einfach mal zu schwach. Und ich hustete und pustete und... Verdammt, jetzt habe ich mich an meiner Spucke verschluckt. Oh, na, lecker. Was hast du jetzt davon? Ich werde dir die Ohren langziehen. Oh, Moment. Huch, was kommt denn hier? Hat schon jemand gemacht. Ach, das sind schon wieder Gegner. Komm, schnell Bautrupp kaputt und dann ab ins Portal. Es ist Zahltag. Eieieiei. Mach das doch nicht. So, da fällt mir ein, ich wollte ja hier unten noch Fallen bauen, oder? Ja, eine zumindest noch. Schön, dann gehen wir mal hier hin und klopfen hier mal an der Tür. Da kommt schon wieder Gegner. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, ich muss sagen, die Mission hat es echt in sich. Also die ist jetzt nicht sonderlich schwer, aber stressig. Das artet echt in Arbeit hier aus. Oh, ich habe richtig viel Bösartigkeit. Da kann ich auch endlich den Kerker bauen. Na, kann ich noch nicht. Kann ich nicht. Okay. Halle der Entspannung, sehr gut. Die brauche ich natürlich auch. Wie schaut es hier aus? Ihr sterbt? Ja, so halb. So halb sterben Eure sie. Armee hat sich gerade durch Ableben verkleinert. Oh, das ist schlecht. Also ich komme nicht gegen an.
Bilder fielen von den Wänden, als die Erde im Untergrund zu beben begann. Der ich muss hier zurück. Der Endlichkeit ich muss zurück. Verrichtete erneut sein Werk. Was habe ich denn hier verloren? Durch das ständige Bohren der sämtliche Horde-Kreaturen. Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Da sind wieder tausende Spinnen überall. Aber ich habe ja links und rechts ordentlich alles mit Fallen gespickt. So, fällt jetzt hier endlich mal alles um? Steht immer noch einer. Macht mich wahnsinnig. Durch den Bohrer aufgescheuchte Wesen gruben sich durch den Untergrund. So, ich hätte gern eine Halle der Entspannung. Die setze ich hier hin. Eine Goldader ist nahezu so etwas. Erschöpft. Aufgescheucht durch das ständige Bohren der Zwerge, hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Oh, das werden immer mehr. Das werden immer mehr. Mehr Wände zerstörende Viecher graben sich durch den Untergrund. Igitt! Igitt, Igitt. Ganz genau, du sagst es. So, hier waren sie. Genau. Der Steuereintreiber rollte mit seinem... Aufgescheucht durch das ständige Bohren der Zwerge, hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Die Krise. Wir kommen hier die Krise. Jetzt wollen die da durch. Hör mal auf damit. Ach ja, hier sollte auch die Halle der Entspannung rein. Da war ja was. Der Endlichkeit musste wegen Überhitzung abgeschaltet werden. Sehr schön. Ich sehe gerade, hier ist ja schon wieder der Bautrupp. Ich mache das mal schnell kaputt. Genau. Und zurück. Zahltag. Dann hier hinter zu den Spinnen. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll ist, hier sämtliche Spinnen jetzt zu beseitigen. Aber ich verliere halt richtig viel Zeit dadurch. Achso, ich muss auch noch diese Dinger hier kaputt machen. Die Bohrer, hier rechts ist dann auch noch einer. Hm, da war ja was. Ich glaube, ich gehe mal hier raus. So, hier oben raus. Ignoriere mal temporär die Spinnen und versuche mal schnell den Bohrer da kaputt zu machen. Geht mal da drauf. Verprügelt von einer nichtsnutzigen Dunkelelfe? Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ach, das ist wahr.
250 brauche ich und hierfür 150. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. So, ich möchte schnell mal noch den Frosch da erledigen. Komm, ich hole mal hier den Goku dazu. Und jetzt haben wir das Vieh mal um. Da fällt er um. Sehr gut, das ist richtig viel Bösartigkeit. Das ist der Hammer. So, dann einmal auf den Turm da. Da ist der Turm nicht mehr. Ja, der Goku regelt. Der regelt richtig. Hey, das macht er gut. Zwerge scheinen mir aber ziemlich schnell wegzusterben. Oi, lass mal deine dämlichen Sprüche. Wenn ich dich erstmal in die Finger kriege, wirst du nicht mehr so vorlaut sein. Klar, weil ich dir ja den Hals umdrehe. So, da oben ist auch noch wie viel Bösartigkeit habe ich denn? Meine Güte. Das ist ordentlich. Achso, hier oben ist auch noch etwas. Komm, ich hole noch schnell diesen Turm da. Na, geht ihr bitte da hoch? Bier kann ich noch nicht herstellen. Ich werde von ihnen angegriffen irgendwie. Diese Zwerge scheinen mir ziemlich eingerostet zu sein. Erbärmlich. Mein Heiler ist gestorben. Vorwärts, Männer! Ich will hier richtige Zwerge am Werk sehen! Haut der Graslutscherin mal ordentlich auf die Kauleiste! Der Graslutscherin? Sehr schön. So, jetzt reicht es auch für das Bier. So, komme ich noch schnell genug zu dem Kühlturm da unten? Das wäre schon cool. Erstmal muss der Turm hier weichen. Ein Mitglied der Fellowship, einer völlig vertrauenswürdig wirkenden Kirche, reiste durch das Land, um Gutes zu tun. Bitte was? Aufzuhalten, eine Kirche? Wohl einige Bösartigkeit einbringen. Der ist ja gleich hier. Ja, hauen wir um. Den hauen wir um. Aber ich glaube, das wird ein bisschen eng. Ich komme in einer Minute nicht mehr darunter. Da ist ein Ork gestorben. Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Okay, sehr gut. Einsammeln. Los,
Chaosmänner! Schickt die Dunkelelfengöre und ihr Gesocks zurück ins... Und ab nach Hause. So, schauen wir mal, was ich verloren habe. Schon wieder alle Orks. Gut, hier sind schon wieder böse Gegner. Und ich brauche eigentlich die Disco für die Untoten. Die Wände begannen zu wackeln. Der Pol der Endlichkeit wurde erneut aktiv. So, hier alles tot. Jetzt endlich. Ein Bautod machte sich auf den Weg, zerstörte Heldengebäude wieder aufzubauen. Dann wollte ich ja eigentlich die Brauhütte bauen. Ich kann hier eigentlich eine Tür reinsetzen. Die Geborenen der Zwerge hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Oh, jetzt hatte ich echt Angst, dass ich die alle opfer. Das wäre katastrophal gewesen. Das wäre katastrophal gewesen. Aufgescheucht durch das ständige Bohren der Zwerge hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Ja, du wiederholst dich. Gut, damit habe ich die Disco und dann habe ich hier oben den Raum für, ich glaube, ich setze hier die Trankhütte hin, ja. Und hierhin, hier kann das Bier gebraut werden. So, wie schaut's aus? Das sieht okay aus, da sind aber ganz schön viele Spinnen hier. Und zwar von beiden Seiten. Missfällt mir so ein bisschen. Ich wusste es. Dieser verdammte Bohrer hat wirklich etwas aufgescheucht, das sich jetzt durch den Untergrund gräbt. Ich meine, das Gute ist natürlich... Die Bohren der Zwerge hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Oh, jetzt hier drüben. Ach. Also das Gute ist natürlich, dass ich hier ordentlich Erfahrungspunkte sammle, während ich die Spinnen da vermöbel. So, dann wollte ich hierhin sollte die Hütte für das Bier. Genau. Der Bohrer der Endlichkeit musste abgeschaltet werden. Die Wände im Dungeon hörten auf zu wackeln. Okay, sehr gut. Dann kann ich hier wieder raus. Was sieht hier? Hier wird schon wieder gebaut. Hört mal auf damit. Nee. So, wir gehen jetzt hier runter. Wir erhöhen mal hier das Level. Es ist Zahltag. Ach, der Turm steht schon wieder. Den habe ich da vorhin erst kaputt gemacht. Was soll denn das? Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Ja, das passt. Oh, die Orks überleben das doch nicht, oder? Ja, da fällt der erste um. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Eine meiner Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Schon wieder, genau. Ich sollte vielleicht auch die beiden hier mal erhöhen. Ui, was ist denn mit den Kühlpumpen los?
los! Der ist kaputt. Lasst ihr euch die einfach unter dem Hintern platt machen? Ja, lassen Sie. Haltet das Pack auf! Wir haben nur noch eine verdammte Pumpe im Einsatz! Wenn die auch noch flöten geht, dann heißt es aufstellen und pusten! Pusten. So, dann gehen wir erstmal schnell wieder nach Hause. Feinde sind im Dungeon. Genau deshalb. Weil hier Feinde im Dungeon sind. Und ich würde ja schon gern hier unten die Zwerge abschießen. So, wie schaut es denn jetzt aus? Ich habe jetzt hier auch endlich diese... Ich sollte hier vielleicht mal noch was hinsetzen, damit auch Tränke produziert werden. Genau, dann habe ich eben gehört, ich habe Orks verloren. Ich halte mir den Knochenlord mal frei. Kann ich nicht, weil ich kein Geld... Ich habe kein Geld mehr. Oh, kein Geld ist schlecht. Kein Geld ist schlecht. Schau mal, ich kann ja hier buddeln. Soll ich vielleicht mal machen. Ich dachte die ganze Zeit, ich käme hier nicht durch. Ja, perfekt. Dann komme ich vielleicht auch irgendwann wieder an Gold. Ich sehe gerade, wenn ich das hier zubaue, dann müssen die da links entlang. Warte mal, ich baue das mal dort zu. Genau, dann müssen die hier quer durch die Lava und durch die Spinnen. Klingt nach einem Plan. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Schafft ihr es? Geht mal hier hin. Ja, der überlebt nicht, das ist gut. Weil ich von zwei Seiten angegriffen. Das war so nicht geplant. Ah ja, und die tun ja auch richtig böse weh, die Kollegen da unten. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja, vielleicht sinnvoll, wenn ich nur gegen einen Trupp kämpfe und nicht gegen beide gleichzeitig. Wo wollt ihr denn hier hin? Nicht zurück, nicht zurück. Ihr müsst hier kämpfen. Hallo? Kämpft ihr hier bitte mit? Rennt die einfach weg. Klappe sackt. So, damit habe ich den nächsten Raum. Und den nächsten Raum mit Bösartigkeit. Das ist auch ganz toll. Huch, die will ich nicht. Ich will die Bösartigkeit einsammeln. Wunderbar. Es ist Zahltag. Es ist Zahltag. Dann müssen wir da oben rein. So, ich sehe gerade, da ist noch Bösartigkeit, die ich nicht eingesammelt habe. Und so geht das aber nicht. Die hätte ich gern. Hier in der Ecke. Sehr gut. Gut, wo muss ich denn hin? Hier runter muss ich. Okay. Ja, dann laufen wir mal nach unten. Da sind ein paar böse Gegner.
Diese 4000 Spinnen da, die gefallen mir gar nicht. Noch mehr Gegner. Okay, jetzt komme ich aber langsam an den Punkt, an dem meine Kreaturen echt stark sind. Ja, Stufe 5, Stufe 6, dann machen die richtig Bums. Das funktioniert langsam. Oh, Moment, einmal sammeln, das sind viele. Das sind viele. Aber nur drei Elite. Okay, also drei Champions. Einer reisenden Gospelgruppe schallt. Hey Männer, damit ihr es gleich wisst. Wer besiegt wird, bekommt heute Abend kein Bier. Ah, das ist schon wieder das Dingens. Ich glaube, da komme ich jetzt nicht schnell genug hin. Ich will auch unbedingt erstmal diese Pumpe da kaputt machen. Ich glaube, die sollte Prio haben. Da ist sie doch schon, oder? Ja. Kurz sammeln und dann rein da. Und dann sollte ich auch alle Zeit der Welt haben, um mich im Dungeon um die Spinnen zu kümmern und die Zwerge hier zu vertreiben, die mich schon wieder angreifen. Genau, da ist die Pumpe. Macht sie mal kaputt. Ja, das waren dann alle verdammten Pumpen. Sehr schön. Das sollte jetzt hoffentlich sehr lange dauern, bis der verdammte Bohrer wieder an den Start geht. Vorwärts, Kreaturen! Zeit, die Steine in Beschlag zu nehmen. Oi, Jungs, ich hab euch gewarnt. Ab jetzt wird gepustet, um das Ding zu kühlen. Ab jetzt wird gepustet. Dann pustet mal. Pusten die wirklich? So, ich soll jetzt vielleicht erstmal zusehen, dass meine untoten Kreaturen ein bisschen Schlaf abbekommen. Ein Bautrupp war unterwegs, um vernichtete Heldenbauwerke wieder aufzustellen. Das Gold schnappe ich mir noch. Jetzt haben wir hier einen Bautrupp. Und da auch. Ja, sollen sie machen. Sollen sie machen. Habe ich jetzt hier ordentlich Schaden angerichtet oder eher nicht? Ja, nicht wirklich. Ich richte gar keinen Schaden an. Na, Bingo, das hat sich gelohnt. So, ich habe richtig viel Bösartigkeit, sehe ich gerade. So, jetzt kommt auch endlich mal der Kerker. Und die Vampirkönigin, genau, die hilft mir dann ungemein weiter, um meine Untoten zu heilen. Ein bisschen Bösartigkeit brauche ich noch. Ich glaube, ich gehe hier oben noch einmal raus und hole mir diese gute Kreatur. Erstmal haben wir alles weg. Super Timing. Es ist Zahltag. Sehr schön. Dann einmal hier rüber zu diesem Frosch, genau. Oh, das sind noch Dorfbewohner. Die habe ich vorhin übersehen, wie es scheint. Sehr schön. Oh, das ist aber richtig viel Bösartigkeit, die ich hier brauche.
Hau den mal um. Hoch, 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 hoch. Knapp. Wieder hier rüber. Da unterhalb des Frosches, also etwas südlich, wurde eben wieder eine Hütte hingebaut. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, das Ding einzureißen. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Okay. Jetzt kann ich auch noch ein paar Vampire rekrutieren. Nehme ich genau ein. Weil ich nicht genügend Gold habe. Es scheitert am Gold. Macht mal schneller hier oben, Kollegen. Vielleicht soll ich auch den Raum einfach vergrößern, damit ich mehr lagern kann. Ja, klingt nach einem Plan. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Ja, mit denen habe ich gerechnet. Deswegen habe ich da direkt die zwei Untoten hingesetzt. So, jetzt noch die beiden. Dann sieht das doch schon besser aus. Geht mal hier raus. Dann gehen wir hier mal nach Süden. Genau, das ist schon wieder dieser Turm. Den kannten wir ja noch von vorhin. Ich nehme hier aber kräftig Schaden, meine Güte. Eieiei, das hat aber gerumst. Irgendwas ist gestorben. Oh, und ich sehe gerade, ich habe doch nicht alle Zeit der Welt. Denn die pusten anscheinend wirklich den Bohrer wieder kühl. Gut, was habe ich hier verloren? Ein Ork, oder? Ja, komm. Hey, was machst du denn hier für einen Rabatz? Das Ding hätte ich vielleicht doch gebraucht. Tja, ich kann ja nichts dafür, wenn deine Untergebenen so windiges Zeug zusammenbauen. Gut, dann hier in ein Portal. Dann kann hier der Ork raus. Huch, das sind richtig viele, die hier tot sind. Okay. Perfekt. So, dann gehen wir mal hier rein. Schönen guten Tag. Ding Dong, es ist Zahltag. Ja, man sollte auch lesen. Ich habe mich eben über den Heiltrank gefreut. Aber da steht halt... Oh mein Gott, ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. Was passiert denn hier? Wo kommen denn die her?
Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt richtig blöd. ja. Ich glaube, ich muss hier unten die Zwerge vernichten. Das ist ja furchtbar. Geht mal weg. Geht weg, alle Zwerge. Keine Ahnung, was hier unten passiert, aber... Darf ich ihn verbessern? Ich könnte vielleicht hier oben die Effizienz vergrößern. Dann nehmen wir hier mal das Gold raus und setzen das hier rein. Wie schaut sie aus? Okay, das ist nicht mehr. Dann hätte ich gern diese hier kaputt gemacht. Gehirnwäsche drauf und etwas schneller alles und nochmal heilen. Tränke sind was Feines. Das funktioniert so. Und dann sind die Zwerge gleich Geschichte. Das habt ihr davon. Das habt ihr davon. Dann ist auch gleich das ganze Gold da hinten mein. Was soll das denn? Das war meine Lieblingstaverne. War, genau. Lassen, war ist das richtige Wort. Das war's mit deiner Sauferei, du dämliche Zwergentante. Es ist noch Wurstwasser zu trinken. Das war's mit deiner Sauferei, du dämliche Zwergentante. Oi, Männer, sehr schön. Was soll das? Lasst ihr euch da einfach platt machen? Ja, lassen Sie. Was mehr an? Mehr Schmackes ab jetzt. So, nächster Versuch hier, diese Hütte klein zu machen. Da habe ich hier noch Kreaturen ein paar. Können wir mit rauskommen? Was macht man hier mit? Oi, Männer, ihr seid ja echt erbärmlich. Wenn ich das euren Frauen daheim erzähle, werdet ihr euch eine ordentliche Standpauke abholen. Los, zeigt endlich mal, wer wir sind. Ein paar Betrunkene und Alkoholiker? So, jetzt nur noch die große Frage, wie komme ich hier links rein? Also tatsächlich, wie komme ich da links rein? Bin mir noch nicht sicher. Und wenn ich das hier richtig sehe, wird auch gleich der Bohrer wieder bereit sein. Was ein bisschen blöd ist, weil dann werde ich wieder von Spinnen angegriffen. Das heißt, ich muss dann wieder nach Hause. Marie-Antoinettes Kuchen-Express für Arme rauschte gerade in der Nähe des Dungeons vorbei. Okay. Würde ihn das diabetöse Böse gewähren lassen? Nein, auf keinen Fall. Goldhaufen begannen in der Vibration zu klimpern, ich muss nach Hause. Als der Bohrer der Endlichkeit wieder zu arbeiten begann. Ich muss nach Hause. Und zwar Spinnen töten. Okay, dann nehmen wir mal hier hoch. Aufgescheucht durch das ständige Bohren der Zwerge hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Da kommen sie, die müssen zum Glück durch die vielen Fallen. Ich hoffe, die beißen sich hier nicht durch. Das wäre ein bisschen blöd. Oh, schau mal, die kommen nicht weit. Ja, die hingen hier ganz schön lange fest. Finde ich gut. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Dann geht man dahin, holt euch den Sold. Blech. Noch mehr Wände zerstörende Viecher graben sich durch den Untergrund. Noch mehr?
Ja. Aufgescheucht durch das ständige Bohren der Zwerge, hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Vielleicht soll ich auch mal das Arcanium verbessern, damit ich da mehr Mana lagern kann. Denn das Ding ist irgendwie ständig voll. Ich kann auch den Raum nicht vergrößern. Da ist kein Platz mehr. Euer Portal wird angegriffen. Was? Ach! Nicht doch. Was soll denn das? Ein Bautrupp machte sich auf den Weg, zerstörte Heldengemäuer wieder zu errichten. So, alle wieder rein. Da waren noch ein paar Spinnen. Glaube ich. Geht ihr hier rein, bitte? Jetzt. Genau, und diese Spinne hier noch. Aufgescheuchte Wesen gruben sich durch den Untergrund. Und wo kommen die jetzt? Aufgescheucht durch das ständige Bohren der Zwerge, hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon angegraben. Und dann einmal dahin und da drauf. Ja, solange die meine Gurus nicht fressen, ist alles gut. So, 30 Sekunden rüttelt's noch einmal. In der Zwischenzeit die Tierchen hier ab. Kann ich hier Gehirnwäsche drauf wirken auf den Spinnen? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Okay, ich habe erstmal wieder meine Ruhe. Gehen wir hier schnell raus. Denn ich sehe, hier ist gerade der Kuchenexpress. Genau. Der Bohrer der Endlichkeit überhitzte zu stark und schaltete sich ab. Das ist aber ärgerlich. Ich habe hier richtig viel Kohle. Aber reicht eigentlich mein Friedhof? Der ist zu klein, oder? Ich baue mal noch rein. Aufgescheucht durch das ständige Bohren der Zwerge, hatten ein paar Wesenheiten des Untergrunds den Dungeon wieder angegraben. Da kommen sie. Machen wir das mal so. Und setzen hier einen zweiten Friedhof hin. Okay, der wird jetzt ziemlich groß, aber was soll's. Lieber zu groß als zu klein. So, dann wollte ich da eigentlich auch noch den Kerker setzen. Den habe ich doch schon vor Ewigkeiten erforscht. Komm, dann setzen wir hier hin. Mana-Linge sind in eurem Dungeon auf. Mana-Linge. Für mich da. So, jetzt aber den Kerker, den hätte ich schon viel eher bauen sollen. Wunderbar. So, sind denn da irgendwelche Spinnen, die mich angreifen? Komm, wir machen die hier mal noch kaputt und dann gehe ich immer wieder an die Oberfläche und ich weiß halt immer noch nicht, wie ich hier reinkomme. Ich weiß es noch immer nicht. Wurde vollständig abgebaut. So, Kreaturen beschwören kann ich keine. So, komm, raus hier. Gehen wir hier kurz schauen, was wir so Feines finden. Da sind Helden. Ja, die sind jetzt mittlerweile gar kein Problem mehr. Ach, ich muss ja die Steine auch noch finden, richtig. Da war ja was. Ist ja nicht nur hier oben irgendwas kaputt machen. Das tat richtig weh mit dem Turm. Oh, ein blödes Timing hier. Zahltag.
Eure Armee hat sich gerade durch Abwehr. Da ist jemand gestorben. Das ist immer blöd. Ein Ork. Okay. Da ist eine Hütte. Ja, ich glaube, ich muss hier gar nicht rein. Ich glaube, ich muss einfach nur im Untergrund die ganzen Steine finden. Und zwar ist hier hinten einer. Irgendwo. Dann grabe ich mich mal da so hin. Und hier ist einer. In Flammen aufgegangen. Diese Feuer. Diese Explosionen. Oi, dafür wirst du büßen, Mädel. Ich werde dir jedes Haar einzeln vom Kopf reißen. Kann ich hier die gegeneinander kämpfen lassen? Nicht so wirklich. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Super Timing, ich bin hier im Kampf. Der Böse hatte einen weiteren Stein der Endlichkeit gefunden und besaß nun zwei Stück. Ein weiterer Stein sollte irgendwo hier in der Nähe zu finden sein. Ja, den sammle ich gleich ein. Versuchst du überhaupt ja auch einen Stein zu holen oder liegst du mal wieder nur betrunken unter dem Tisch? Ui, wenn ich dich in die Finger bekomme, dann werde ich dir den Hals umdrehen. Der letzte Stein gehört mir, ebenso wie die anderen beiden, die du mir gestohlen hast. Wo will er denn hin? Sag mal hier. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Na, ich glaube, ich gehe nochmal schnell nach Hause. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenbau angegraben. Ja, ja. Euer dämonisches Portal wird angegriffen. Ein Portal wird angegriffen? Noch? Dann muss ich nochmal raus. Das glamouröse Böse hatte einen dritten Stein der Endlichkeit entdeckt. Aha. Steht doch. Endlich habe ich alle Dragon Ball. Ich meine Hokro. Ach, Papalapap. Steine der Endlichkeit gefunden. So, jetzt habe ich es aber. Bei diesem ganzen Gesuche verliert man aber auch den Überblick. Ui, das sind meine Steine, Mädel. Die brauche ich, um Thanos zu unterstützen. Her damit! Von wegen. Das ist alles meins. Ich hol mir jetzt auch noch die anderen. Und du schaust dumm in die Röhre. Spiel halt derweil weiter mit deinem doofen Nasenbohrer oder was das Ding sein soll. Mit diesen erhebenden Worten machte sich Talia flugs aus dem Staub, um nach dem nächsten Stein der Endlichkeit zu suchen. Sehr schön. Ich habe Achievements in mein Dungeon-Herz hat und leider zwischenzeitlich Schaden bekommen, weil ich nicht gesehen hatte, dass die Zwerge so weit gewandert sind, aber auch egal, das muss ich irgendein andermal noch nachholen. Ich habe aber jetzt hier diese neue Fähigkeit, die auch richtig cool ist. Kreaturen holen sich beim Zartag Gurus statt Gold. Das ist richtig gut. Eine Zwischensequenz gab es nicht. Dann sind wir ja auch schon am Ende angelangt dieser Episode. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten zwei Episoden die nächsten zwei Steine sammeln müssen. Und dann kommt es wahrscheinlich schon zum Endkampf. Zumindest rein rechnerisch würde das so Sinn machen. Ich freue mich da schon drauf. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Dungeons 4 in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.